Hallo, mein Name ist Waldemar Pisalski, Senior BIM Consultant bei der Mensch und Maschine. Immer wieder in den Präsentationen, in Hotline, in Seminaren erreichen uns die Anfragen, ob es mit dem Booster möglich wäre, ein Kanalaufmaß nach der VOB DIN 18379 zu erstellen. Und das möchte ich Ihnen in den nächsten paar Minuten zeigen. Um eine bessere Übersicht zu erhalten, habe ich mir ein ganz einfaches Projekt aufgemacht und aus der Registerkarte MUM gehe ich auf Auswertungslisten und erstelle am Beispiel der Luftkanäle ganz einfache Baustücklisten. Bei der Erstellung der Stücklisten wird ein Listengenerator, was wir programmiert haben, gestartet und eine fertige Tabelle in Excel wird generiert. In diesem Fall habe ich eine ganz einfache Summenliste erstellt, wo ich letztendlich nur die Längen sehe, um bestellen zu können. Um einzelne Stücke nachvollziehen zu können, schalte ich hier das auf und schon habe ich Nachweis für mich intern. Die zweite Möglichkeit wäre eine Filterliste nach der DIN 18379, hier jetzt am Beispiel der Summen zu erstellen. Auch hier wird der Listengenerator gestartet, der eine externe Tabelle erstellt, die dann so aussieht. Wenn Kanäle gleich sind, was die Positionsnummer, Breiten, Höhen anbetrifft, werden die summiert. Somit erhalten wir eine bessere Übersicht. Und natürlich berücksichtigen wir auch die Länge bzw. die Flanschlänge. Dementsprechend werden die Bauteile hier generiert. An unserem Beispielprojekt, dem Phoenix, würde die Liste dann so aussehen, etwas komplexer schon, dass wir die Luftkanäle durchzählen. Auch hier wird der Listengenerator angestoßen, der dann entsprechend eine fertige Bauteiliste in Excel-Format erstellt. Diese kann ich natürlich nach gewissen Wünschen filtern. Auch die Informationen, was die Dämmung anbetrifft, werden hier entsprechend herausgefiltert. Zusätzlich besteht hier die Möglichkeit, eine Passlänge anzugeben. Dementsprechend wird die Fläche berechnet und entsprechend je nach Flanschlänge in den Spalten rechts eingefügt. Jede Spalte bietet mir die Möglichkeit, entsprechend Filtern einzusetzen. Hier zum Beispiel in Bezug auf die verbaute Ebene. Ich könnte hier jetzt reines EGM nehmen und dementsprechend bekomme ich ganz andere Zahl der verbauten Bauteile. Das war nur ein ganz kurzer Einblick in die Erstellung der Stücklisten am Beispiel der Luftkanäle und Luftkanalformteile. Selbstverständlich bieten wir für alle anderen verbauten Elemente derartigen Stücklisten. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie mich, meine Kollegen. Wir werden dementsprechend Ihnen Antwort liefern.